everybody wanna be friends now, but not everybody been with me. Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me. I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I was shine, I'm on now. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute zeige ich euch, wie man die Duffelbag merchen kann. Alles, was ihr dafür benötigt, ist eine Kosatzka, das Outfit, wo ihr die Duffelbag merchen wollt, und am besten einen Helikopter oder Oppressor MK2 oder das normale Oppressor. Ja, mehr benötigt ihr für den Glitch nicht. Den Glitch könnt ihr in jeder Lobby machen. Macht das am besten in einer Freundessitzung, damit ihr eure Ruhe bei dem Glitch habt. Könnt ihr aber auch in jeder anderen Lobby machen. Dieser Glitch ist auch komplett solo, ist wirklich sehr, sehr leicht. Ihr fordert jetzt erst einmal eure Kosatzka an und begibt euch dort einfach rein. Seid in der Kosatzka angekommen, dann zieht ihr das Outfit an, wo die Duffelbag drauf soll, und registriert euch schon mal als CEO. Wir laufen dann jetzt hier zu den Taucherausrüstungen, da wo man sich die Taucherausrüstungen holen kann. Und ja, wir registrieren uns jetzt als CEO. Und was wir dann machen, wir holen uns dann hier ganz einfach eine Ausrüstung. Was wir dann jetzt auch machen, ist das Interaktionsmenü zu öffnen, gehen dann in die CEO-Verwaltung, dann auf Stil, dann hier einmal nach rechts und nach links zu switchen. Wir gehen dann da raus und ziehen dann das Outfit an, wo die Duffelbag drauf ist. In meinem Fall ist das jetzt eine weiße Duffelbag. Ihr könnt das auch mit jeder anderen Duffelbag machen. Es ist komplett egal. Ich werde jetzt hier einfach hier die Duffelbag nehmen. Die ziehen wir da an. Und dann gehen wir hier einmal raus. Was wir dann einfach machen, ist jetzt hier die Pfeiltaste nach rechts zu drücken. Und ja, dann haben wir jetzt hier gleich, wenn wir das hier drücken, haben wir das Outfit an, was wir vorhin ausgewählt haben, wo die Duffelbag drauf soll. Und nun könnt ihr sehen, hier ist eine Duffelbag drauf. Ist auf jeden Fall sehr, sehr einfach. Das ging jetzt relativ schnell. Ja, das hat wirklich nicht lange gedauert, wie ihr sehen konntet. Und ja, wir steigen dann jetzt hier einfach in unseren Helikopter ein oder in was auch immer. Wir müssen einfach jetzt nur noch uns aus der Kosatzka oder aus dem U-Boot hier einfach raus begeben. Was wir da machen, wir gehen dann einfach zum Maskenladen. Ihr fliegt jetzt nun mit dem Helikopter oder was auch immer erstmal ein bisschen hoch, dann springen wir hier raus, öffnen den Fallschirm und begeben uns dann mit dem Fallschirm zum Maskenladen, so wie ich das hier gerade auch mache. Wir halten L1 und R1 gedrückt, damit das hier ein bisschen besser ist, damit wir ein bisschen besser fliegen können. Dann klatschen wir ganz einfach an den Maskenladen und jetzt fangen wir schon mal an, die Falltaste nach rechts zu spammen, damit wir dieses Menü hier gleich bekommen. Genau, hier das meine ich, das Menü vom Vespucci Beach. Ja, ihr könnt das Outfit jetzt hier einfach abspeichern, indem ihr Viereck drückt, dann kommt hier gespeicherte Outfits und dann wählt ihr einfach irgendwas hier aus. Ja, ihr wisst auf jeden Fall dann auch, wie das geht. Ja, das sollte es aber so von dem Glitch gewesen sein. Ich speichere das Ganze hier nicht ab, da ich auf diesem Outfit keine Duffelbag haben möchte. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir noch mit einem Like und mit einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Kuss geht raus an jeden, der das macht. Ja, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao.